Ja, herzlich willkommen zu meinem Videokurs Marketing Reloaded hier auf meinem YouTube-Channel. Marketing Reloaded, ihr wisst, ist eine Aufzeichnung von 6 Modulen, in denen ich euch das Basiswissen für ein erfolgreiches Marketing, für ein erfolgreiches Online-Marketing mit an die Hand geben möchte. Der Kurs aus 6 Modulen, wir hatten einen Überblick, wir hatten die Makroumwelt, die sogenannte Pestanalyse. Wir befinden uns aktuell in der Mikroumwelt und sind in der Mikroumwelt, was der größte Baustein ist, schon sehr, sehr, sehr weit gekommen. Haben dann in den Folgevideos die Strategie, dann die operative Umsetzung, den Marketing-Mix, heute modern, online und offline und natürlich die Kommunikation, die in vielen Fällen heute crossmedial und in vielen Fällen eben auch übers Internet digital online-mäßig abläuft. Heute zu diesem kurzen Video noch einmal ein Tiefgang in der Mikroumwelt und zwar das ganz, ganz, ganz wichtige 3.10, unsere Motivforschung, das Thema Kenne deine Bedarfsgruppe. Ihr wisst, wir haben in den letzten beiden Videos haben wir uns die sogenannte VAIE Motivationstheorie angesehen. Ich möchte einfach nur zur Wiederholung hier nochmal das Bild reintun, wer das noch nicht kennt, den empfehle ich die 2 Videos weiter vorne. Und ich habe auch noch ein extra Video zu dieser VAIE-Motivationstheorie. Kauf mich als kleines Video für die hinterlegt, die das Thema interessiert. Ja, wir befinden uns in der Motivforschung und wir überlegen uns, wie kommen wir eigentlich an die Motive, an die Bedürfnisse unserer Zielpersonen, unserer Bedarfsgruppen heran. Warum? Wer wissen will, wie sich seine Bedarfsgruppe, seine Zielgruppe verhalten wird, muss versuchen, ihre Bedürfnisstruktur zu erkennen, zu qualifizieren. Und die Motivforschung fragt also nach den Beweggründen plus den Ereignissen, die dazu führen, zu einem bestimmten Verhalten. Die Frage ist, wie kommen wir nun als Anbieter, als Unternehmen an diese Motivschieflagen, also an die aktuellen Bedürfnisse unserer Bedarfsgruppe. Und wie in den 2 vorherigen Videos in unserem Themenkreis Motive, Bedürfnisse und Motivforschung, wissen wir natürlich, wir machen das mit der Motivforschung. Und ihr kennt die Begrifflichkeiten, meine Studenten und Studentinnen sowieso, gehe ich davon aus, dass ihr das in den vorherigen Semestern alles ordentlich und brav gelernt habt. Also wir haben einmal, ihr wisst es, die Befragung, wir haben das Experiment und wir haben die Beobachtung. Also Experiment sind sogenannte Testverfahren, das ist zum Beispiel das Eye-Tracking, was wir gemacht haben, Beobachtung der Kunden in einem Shop über Eye-Tracking, die Bewegungen auf der Webseite etc. etc. Ganz, ganz, ganz wichtig in diesem Zusammenhang auch die Beobachtung der sogenannten digitalen Spur, auf das möchte ich euch nachher noch hinweisen, was für uns, für die Motivforschung und um an diese Beweggründe unserer Bedarfsgruppe heranzukommen, sehr, sehr wichtig heute ist und auch in der Marktforschung heute einen immer größeren Stellenwert einnimmt, eben nicht nur die reine Befragung. Befragung kennt ihr ja über klassische Interviews, über Fokusgruppen etc. etc. Oder dann eben auch in einem größeren Stil quantitativ. Aber das Tolle an den Beobachtungen heute ist, dass wir eben aufgrund dieses Big Datas, aufgrund dessen, dass eben Google, Facebook, Amazon eben eine enorme Energie hineinsteckt in die Bewegungsdaten, eine enorme Energie hineinsteckt in die sogenannte Artificial Intelligence, liegen natürlich auf diesen Portalen, auf diesen Plattformen extrem viel Wissen über die Target Group, über die Zielgruppe und dann eben auch über unsere Bedarfsgruppen liegen vor und mit unterschiedlichen Methoden können wir eben diese Informationen und oftmals in Echtzeit. In Zukunft werden die Informationen immer noch mehr in Echtzeit kommen. Das heißt, die Beobachtung wird in der Marktforschung aufgrund dieser digitalen Veränderungen, aufgrund dieser Digitalisierung einen ganz anderen und einen ganz hohen Stellenwert in Zukunft einnehmen. Jetzt machen wir es mal ein bisschen praktisch. Schritt 1. Also wer kommt als Zielgruppe überhaupt in Frage? Also du willst ein Produkt anbieten, du willst eine Dienstleistung anbieten, du bist vielleicht ein Immobilienmakler, du bist vielleicht ein Versicherungsbüro, du bist ein Patentanwalt, du bist eine Werbeagentur, du bist eine Hochschule, du bist irgendjemand, der irgendwie ein Produkt, eine Dienstleistung, ein Angebot hat und das er nun jetzt an den Mann bringen will.
Schritt 1, wer ist unsere Zielgruppe? Diejenigen, die bei mir diesen Kurs gemacht haben oder in meinen Kursen sind, an der Uni oder über andere Akademien, die wissen natürlich meine Zeichnung in der Mikroumwelt. Ich zeichne den relevanten Markt immer als Dreieck, nicht weil ich das irgendwo gelesen habe, sondern als kleine Gedächtnisstütze, als Chunk für mich selbst, dass ich ihm sage, okay, das Dreieck ist der relevante Markt. In welchem Markt befinde ich mich denn eigentlich? Mit meiner Dienstleistung, what's my business, wer könnte denn meine Zielgruppe sein? Und das Dreieck deswegen, weil ich zeichne mich immer links in die linke Ecke als Anbieter, rechts zeichne ich immer die Wettbewerber hinein und denkt dran, es gibt immer die direkten Wettbewerber und es gibt immer die indirekten Wettbewerber. Indirekten, ihr wisst es, das sind die gefährlichen, die auf einmal kommen und aus einer ganz anderen Ecke kommen, aber mit einer Technologie, die vielleicht dann disruptiv ist und die mein komplettes Businessmodell zerstören kann. Denkt an Airbnb in der Hotelbranche und denkt bei den Taxis an Uber. Also da sitzen die Wettbewerber, die indirekten, und im Dreieck oben an der Spitze habe ich dann immer die Motive eingezeichnet, die Motive meiner potenziellen Bedarfsgruppe. Also Schritt 1, wer kommt als Zielgruppe für dieses Business, für mein Angebot in Frage? Also, das heißt, wenn du nach der von mir, wie ich jetzt gerade geschildert habe, vorgestellten Systematik gearbeitet hast, mit diesem Dreieck in der Mikroumwelt, dann haben wir ja an dieser Stelle, ihr erinnert euch noch, und da gibt es auch ein extra Video in diesem Channel und in dieser Reihe hier, Marketing Reloaded, da geht es um das Thema Segmentierung. Also wir haben segmentiert den von uns abgesteckten relevanten Markt und haben gesagt, naja, welche Nachfragesegmente stecken denn jetzt in dem von uns abgesteckten relevanten Markt, in diesem digitalen Spielfeld, wenn es Online-Marketing ist, wo wir da unsere Kunden in Zukunft suchen werden. Okay? Und du hast dich gefragt, ob der relevante Markt, den du jetzt als dein Spielfeld festgezurrt hast, ist dieser relevante Markt der Nachfrager, ist es eine große Pizza, die du nicht segmentieren, also zerstückeln musst in kleine Dreiecke, in kleine Pizzastückchen, und kannst du diese Zielpersonen, diese Bedarfsgruppe mit ihren Bedürfnissen praktisch als eine Gruppe ansprechen? Oder sind deine Personas, deine Bedürfnisgruppe, ist die so unterschiedlich, dass du eben zu dem Ergebnis kommst, dass dein relevanter Markt eben aus mehreren Bedarfsgruppen, unterschiedlichen Bedarfsgruppen besteht, die natürlich unterschiedliche Bedürfnisse haben, die unterschiedliche Fragen stellen und die unterschiedliche Probleme und Beweggründe haben. Also du hast dann eben den Markt segmentiert, du hast deine Pizzastückchen und hast damit unterschiedliche Bedarfsgruppen mit unterschiedlichen Fragen. Ja? Wenn dem so ist, dann solltest du natürlich jetzt in dem nächsten Schritt dir ein Bild machen von diesen unterschiedlichen Segmenten. Denn Segmente ist ja nur eine Form, die du jetzt gewählt hast, um zu segmentieren im Marketing. Aber bedenke, hinter diesen Segmenten stecken ja immer Menschen, Menschen mit Erleben und Verhalten, Menschen mit Gefühlen und Menschen, die ein Gesicht haben. Also versuch mal an dieser Stelle, dir ein Bild von deinen Personas zu machen, von deinen wahrscheinlichen Kunden und von den Kunden, die du jetzt schon hast. Ja, also wer sind deine Personas und welche Fragen, unterschiedliche Fragen, stellen dann diese Personas an dich und an dein Angebot? Dein Ziel ist es jetzt, dich in die einzelne Persona hinein zu vertiefen, eben mittels Motivforschung. Und überlege, wie denkt, wie tickt, wie fühlt diese Person. Welche Ereignisse, exogen oder endogen, führen bei Ihnen zu aktuellen Bedürfnissen? Und wo sind die Schieflagen und warum? Oder wo werden wahrscheinlich in Zukunft Schieflagen entstehen? Weil aus meiner Analyse weiß ich, dass zum Beispiel durch eine gesetzliche Veränderung oder durch ein Software-Update oder durch bei meinen Personas wahrscheinlich dieses Ereignis zu der Empfindung und zu dem und dem Profil und zu dem und dem, zu dieser Schieflage führen wird, die dann
meine Zielperson beunruhigt und ich ihr dann mein Produkt als Lösung in dem Moment anbieten kann. Das heißt, du musst auch proaktiv denken und sagen, welche Ereignisse führen zu einer Schieflage oder welche Ereignisse, die ja jetzt direkt vor der Türe stehen, werden bei meiner Zielperson wahrscheinlich zu einer Schieflage führen. Und in dem Moment bin ich praktisch bei meiner Zielperson, bei meiner Bedarfsgruppe und biete ihr die passende Lösung für dieses Problem, das jetzt auf meine Zielgruppe zukommt. Dann biete ich ihr das an. Okay, also mach dir ein Bild von diesen Personas, deinen Wunsch-Personas. Fokussiere, so wie Karel Kratz sagt, und dem folge ich 100% auch auf das Ereignis. Was hat zu was geführt? Was ist vorher passiert? Und darüber hinaus denke, was wird in Zukunft passieren? Was kann ich schon prognostizieren aufgrund meiner Analysen? Also nur wer die Schieflagen schneller oder die kommenden Schieflagen schneller als andere Wettbewerber bei den wahrscheinlichen Personas erkennt, kann einen Wettbewerbsvorteil aus dieser Prognose in die Zukunft für sich selbst und sein Angebot und auch für den Kunden entwickeln. Und nur der kann überzeugende Problemlösungen und Innovationen schaffen, die dann bei dem Kunden und bei dir zu steigenden Umsätzen führen. Wie kommst du jetzt an diese Motive ran? Ein Video auf meinem Channel, nicht in dieser Marketing Reloaded Reihe, aber ich habe euch einen Titel rein, ein Video zu diesem Thema ad hoc. Also wie kann ich ad hoc im Unternehmen an die Fragen der Kunden kommen? Deswegen mache ich das hier nicht so ausführlich, weil es dazu einen Film, einen Videofilm gibt, eine vertonte Präsentation. Also die Methode 1, um an die Fragen der Kunden zu kommen, ich nenne das Ad-Hoc-Check und es passiert unternehmensintern. Diesen Ad-Hoc-Check, habe ich von meinem Freund, leider verstorbenen Freund, Professor Siegfried Vögele, den Entwickler der Dialogmethode, und er hat so seine unausgesprochenen Leserfragen für den Dialog entwickelt und ich fand das eine ganz, ganz tolle Methode, die ich jetzt Ad-Hoc-Methode genannt habe. Das heißt, wenn du keine Zeit für Marktforschung hast und wenn kein Geld vielleicht vorhanden ist, dann mach zumindest diesen Ad-Hoc-Check unternehmensintern. Was heißt das? Als Vorstufe, vielleicht dann später doch zu einer Kundenbefragung qualitativ oder quantitativ, kannst du jederzeit die Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen, deines Unternehmens befragen, die Kundenkontakt haben. Also wichtig ist, lad zu diesem kleinen Mini-Workshop die Personen in deinem Unternehmen ein, die wirklich Kundenkontakt haben. Weil du befragst ja nicht die Kunden, sondern du befragst jetzt Menschen in deinem Unternehmen, Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen, die echten Kundenkontakt haben, denn sie kennen auch die Wünsche und sind mit den Fragen und Problemen dieser Kunden konfrontiert und können daraus eben auch Schieflagen und Wünsche und Probleme und Lücken der aktuellen Kunden und Kundinnen prognostizieren. Also die Vorstufe oder die sogenannte Ad-Hoc unternehmensinterner Check, um an die Fragen der Kunden zu kommen. Ja? Also denk dran, ich wiederhole es nochmal, geh her, lad deine Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen ein, die echten Kundenkontakt haben, weil sie kennen die Probleme deiner Kunden. Okay? Wie machst du das jetzt? Das ist ganz einfach, das kannst du an einem Vormittag, in einem kleinen Workshop, kannst du das praktisch über die Bühne bringen. Wie läuft der ab? Also du lädst die Leute ein, am besten heterogen, ja, aus unterschiedlichen Abteilungen. Kriterium, müssen Kundenkontakt haben. Die Aussagen zu Kundenfragen sind für den Praktiker eine bewährte Methode, in der man sich den Motiven, Gefühlen und Wissenswelten deiner Bedarfsgruppe, deiner Zielgruppe annähern kann,
Hinter den Fragen stehen nämlich auch diese Beweggründe oder die Motive, von denen wir in der vorherigen Präsentation gesprochen haben. Also ich kann aus den Fragestellungen von Kunden, von Bedarfsgruppen zwischen den Zeilen das Involvement, das Interesse, ihre Probleme natürlich herauslesen. Und es reicht wirklich ein 1,5-Tages-Workshop, wie gesagt, heterogen besetzt. Und lass da mal deine Teilnehmer und die Teilnehmerinnen, die Kundenkontakt haben, als erstes die sogenannten bisherigen Fragen der Kunden sammeln. Mach eine ganz einfache Metaplanwand und lass einfach mal sammeln. Welche Fragen stellen denn unsere Kunden? Da machst du es vielleicht mal so eine halbe Stunde Gruppenarbeit oder einzeln und dann am Schluss sollen die einzelnen Gruppen diese unterschiedlichen Fragestellungen, die sie im tagtäglichen Business hören, an diese Metawand pinnen. Und der nächste Schritt in dieser Ad-Hoc-Methode ist dann, nachdem deine Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen die bisherigen Fragen der Kunden und Kundinnen erfasst haben, der bisherigen Fragen, das ist ganz, ganz wichtig, lässt du dann praktisch einen Fragen, Kategorien lässt du bilden. Also du machst Cluster, du sagst Kategorie 1, Kategorie 2, 3 und 4 und jetzt lass uns doch mal sortieren, welche Fragen passen denn, die sind natürlich, die ihr gesammelt habt, sind natürlich unterschiedlich formuliert, aber eigentlich meinen sie das Gleiche und die gehören in die Kategorie 1. Sie sind ja alle ähnlich, die Fragen. Sie kommen aus einer ähnlichen Betrachtungsebene. Und deswegen sortiert nach unterschiedlichen Betrachtungsebenen, nach unterschiedlichen Gattungsbegriffen, nach unterschiedlichen Überschriften, macht diese Töpfchen, Kategorie 1, 2, 3 und 4 oder vielleicht 5, je nachdem wie viel hast. Der nächste Punkt ist dann, jetzt benennst du diese Kategorien langsam und sortierst vorher und sagst, die ganzen Fragen, die wir gesammelt haben, irgendwie kristallisiert sich heraus, das sind sogenannte Grundfragen und Produktfragen. Grundfragen sind Fragen, die praktisch produktunabhängig eigentlich immer die gleichen sind beim Kunden. Was habe ich davon? Was kann das Produkt? Was kann die Dienstleistung? Wer beweist mir das? Wie habe ich das bisher gelöst? Warum genau das? Was kostet es? Und so weiter und so weiter. Also Dinge, Fragestellungen, die eigentlich produktabhängig sind. Und auf der anderen Seite Fragen, die jetzt eben produktabhängig sind. Wie funktioniert das? Ist es gefährlich? Gibt es eine Garantie? Ist es finanzierbar? Und so weiter. Wann ist es lieferbar? Und so weiter und so weiter. Das heißt, du nimmst die Fragen jetzt, die du sortiert hast, und sortierst sie als sogenannte bisherige Fragen jetzt an einer Metaplanwand oder in einer Excel-Tabelle. Und zwischen neben jede Frage, die du da aufgeführt hast, sortiert natürlich jetzt, neben jede Frage, schreibt ihr jetzt in der Gruppe oder arbeitet euch, haben wir Antworten? Ja, also gelb, eine Frage, redet dann auf der rechten Seite in grau die Antwort. Und jetzt bewertet einfach mal all eure Werbemittel, eure Webseiten, eure Landingpages, eure Newsletter, alles, was ihr so kommuniziert an Kommunikationsinstrumenten einsetzt, und prüft eure werblichen Inhalte und Instrumente, inklusive Website oder E-Shop, prüft die mal darauf, ob ihr die Fragen der Kunden wirklich beantwortet. Und ihr werdet sehen, in vielen Fällen kennt ihr die Fragen oder kennen deine Mitarbeiter, die Kundenkontakt haben, die Fragen, aber die eigenen Instrumente, die eigene Webseite, die eigenen Werbeinstrumente geben auf diese Fragen eigentlich keine oder oftmals keine befriedigende Antwort dem fragenden Kunden, dem fragenden Kunden. Okay. Also prüf jetzt all deine Werbemittel, ob ihr diese Fragen beantwortet. Ja, das ist dann der Arbeitsschritt Nummer 2, die eigenen Antworten aufzuschreiben. Im nächsten Schritt holt ihr die ganzen Werbemittel, auch guckt euch auch die Webseiten, macht Wettbewerbsanalysen eurer Konkurrenten, eurer Hauptkonkurrenten und prüft wieder durch. Die bisherigen Fragen der Kunden, haben wir sie beantwortet? Ja, ja, nein, ja, nein. Und dann schaut ihr hin, was die Wettbewerber machen. Beantworten die Wettbewerber die Fragen?
Wie beantworten Sie die? Wie ausführlich? Wie tief? Mit welchen Keywords? Mit welchen Termen? Mit welchen Schlüsselbegriffen? Wie ist es gestaltet? Und beantworten Sie die und machen die das besser als ihr oder machen Sie es schlechter? Ja, und so ist es praktisch auch eine kreative Herausforderung jetzt im nächsten Schritt, wenn ihr das alles verglichen habt, dass ihr eben sagt, okay, das sind die bisherigen Fragen, wir haben sie abgecheckt mit unseren Antworten, wir haben sie abgecheckt mit den Antworten der Wettbewerber und jetzt im nächsten Schritt schauen wir, was könnten denn unsere neuen Antworten dann für die Zukunft sein und ihr macht eine Spalte auf, neue Antworten und so habt ihr schon eine unterschiedliche Darstellung. Und das Ganze kann ich dann in der Werbung oder in der Kommunikation sehr schön übersetzen. Also hier zum Beispiel, ich habe das mal gemacht für ein Sportzentrum, für eine Sportzentrumkette. Und wir haben die bisherigen Fragen gesammelt. Und ich habe euch jetzt mal die Hauptfrage raus. Die Hauptfrage war immer als Grundfrage der Preis. Was kostet so ein Studio? Was kostet so ein Fitnesscenter? Und die zweite Frage war immer, wie lang ist denn die Vertragsdauer? Wir haben dann verglichen mit den Wettbewerbern, 950, 950, so wie wir. Und wir haben dann gesagt, komm, lass uns eine neue Antwort machen, wir werden einfach teurer. Wir sagen, bei uns kostet es 1.100, aber auf die Frage, wie lang ist denn die Vertragsdauer, brechen wir aus den gleichen Antworten und sagen nicht mehr 12 Monate wie die Wettbewerber, sondern wir gehen massiv runter und machen eine ganz, ganz, ganz kurze Vertragsdauer auf 3 Monate. Das rechtfertigt auch den höheren Preis. Und wirklich, es hat eingeschlagen, es hat funktioniert. Und ihr seht so die Herangehensweise, bisherige Fragen, bisherige Antworten, Antworten der Konkurrenz. Was können neue Motive sein? Was können neue Beweggründe sein? Was können neue Antworten sein? Und so haben wir das dann kreativ umgesetzt. Er hat den kürzesten, 3 Monate Laufzeit, volles Programm. Hol dir den kürzesten Fitnessvertrag nur für die ersten 100 Anmeldungen. Mach mit und gewinne einen knackigen Kurzurlaub, kurz mal fitness.de. Also und so haben wir das umgesetzt und ihr seht, man kann über diese Methode sehr schnell zu guten Ergebnissen kommen. Als Werbepsychologe bin ich natürlich davon überzeugt, dass auch nach wie vor die qualitative Marktforschung, also zum Beispiel die qualitative Befragung von Kunden mittels Fokusgruppe, Interview oder Experteninterview, einen sehr, sehr, sehr guten Einblick gibt in die Tiefe der Beweggründe, was treibt wirklich eine bestimmte Bedarfsgruppe, bestimmte Personas an, welche Ereignisse führen bei ihnen dazu, was ist vorher passiert, auf was fokussieren sie in Zukunft. Und so kann ich schon mit wenigen, also eine Fokusgruppe vielleicht mit 12 bis 14 Beteiligten, 30 Interviews, 45 Minuten, geben mir so einen tiefen Einblick in die Zielgruppe. Sind es zum Beispiel, du vermarktest ein Menopausenmittel für die Menopause der Frau auf homöopathischer Basis und du bist jetzt ein 25-jähriger junger Kreativer und Texter. Wie sollst du das überhaupt wissen? Wie tickt die Frau? Welche Beweggründe hat die? Und da kommst du eben über qualitative Befragungen. Stell dir vor, einen ganzen Nachmittag eine Fokusgruppe mit lauter Frauen in der Menopause oder 30 Einzelinterviews, da hast du ein sehr, sehr, sehr gutes Bild, was die Beweggründe, was die Insights, wie tickt eine Frau in der Menopause. Oder ein anderes Beispiel, stell dir vor, du möchtest ein Hundehotel gründen und bist selber kein Hundebesitzer. Jetzt musst du natürlich an die Beweggründe, an die Gefühle, an die Probleme, an die Schieflagen dieser Hundebesitzer ran. Und das kannst du nur, wenn du die eben befragst. Ja. Und dann weißt du aber nach 30 Interviews, kennst du die Beweggründe, kennst du die Probleme eines Hundebesitzers, wenn er in Urlaub fährt, wo kommt der Hund hin, wer nimmt den Hund, wer füttert den Hund und so weiter und so weiter. Und auf einmal kommst du, dass die eben ein riesen Problem haben, auch wenn sie sehr, sehr, sehr tierlieb sind, weil sie ja irgendwann doch mal selber auch mit dem Partner oder mit den Kindern irgendwo in den Urlaub fahren oder fliegen wollen, wo sie eben den Hund aus bestimmten Gründen nicht mitnehmen können. Und so diese ganze Gefühlswelt kann ich eben über Fokusgruppen, über Interviews und über Experteninterviews sehr gut herausfinden und mich dann in die Rolle meiner Bedarfsgruppe hinein zu versetzen. Und gleich hier ein Gegenargument, weil viele immer sagen, naja, qualitative Marktforschung, Befragung, Interviews, das ist doch nicht repräsentativ. Ja, ich gebe Ihnen recht, es ist nicht repräsentativ, so eine kleine Stichprobe.
Aber nochmal, das Ziel ist ja nicht Repräsentativität, sondern ich möchte, wenn ich 30 Interviews führe, einfach diese Tiefenbohrung, diese Tiefenwirkung. Ich möchte wirklich wissen, wie fühlen, wie denken, welche Bilderwelten haben meine Bedarfsgruppen, Hundebesitzer, was haben die wirklich im Kopf, welche Bilderwelten, was sprechen die, wie fühlen die, wenn sie ihren Hund in ein Hotel oder wann würden sie ihren Hund in ein Hundehotel geben, wem würden sie das anvertrauen, etc., etc. Also hier geht es nicht um Repräsentativität, sondern um das Entdecken der Gefühlswelten und der Denkwelten und der abgespeicherten Gedächtnisinhalte der Hundebesitzer und Tierliebhaber. Und dann kann ich gerne, wenn ich weiß, wie die Fragen funktionieren und welche Fragen ich in Zukunft stellen kann, diesem Hundebesitzer, dann kann ich natürlich, wenn ich meinen 30 Interviews nicht traue, kann ich natürlich in einem größeren Stil eine quantitative Befragung machen, Paper, Pencil oder heute in vielen Fällen eben online. Was in der Marktforschung noch eine gute Methode ist, die sehr, sehr, sehr viel zunimmt, das ist die sogenannte Beobachtung der Kunden. Ich kann sie einmal beobachten in meinem eigenen digitalen Spielfeld. Das heißt, ich kann schauen, wie bewegen sie sich, was machen sie auf meiner Webseite. Das Tool dazu ist die Google Search Console und Google Analytics. Und ich kann eben hier mit Daten, Tools und unterschiedlichen Diagnosefunktionen, die du da eben für diese Analyse benötigst, um für Google optimierte Webseiten oder Mobile Apps etc. zu erstellen. Und natürlich kannst du diese Daten eben sehr, sehr gut verwenden, um die digitale Spur der Kunden sichtbar zu machen, zu schauen, welche Themen auf deiner Webseite waren für sie interessant, wie lange war da die Verweildauer, welche Seiten haben sie überhaupt noch nicht besucht, welche Seiten sind eigentlich vollkommen überflüssig und welche Seiten auf deiner Webseite sind die Renner. Und das brauche ich eben für eine moderne Motivforschung. Ich kann eben hier mit modernen Pfadanalysen ein Conversion Tracking betreiben und eben auch sehr, sehr, sehr wichtig, deswegen habe ich das ja jetzt hier erzählt, um an die Motive und Beweggründe der Bedarfsgruppe heranzukommen und so ein bisschen zwischen den Zeilen zu lesen über dieses Bewegungsverhalten, was ist ihnen eigentlich wichtig und was ist momentan aktuell für sie interessant und wem und was spenden sie aktuell ihre Aufmerksamkeit. Ja, ich kann natürlich auch versuchen, die Beobachtung der potenziellen Kunden im Internet nicht nur auf meinem digitalen Spielfeld als Anbieter, sondern ich kann das ganze Internet nutzen, um zu schauen, wie bewegen sich Leute, was interessiert Leute und welche Fragen stellen sie. Also die Idee der Beobachtung im Internet ist sehr komplex, aber ist auch die Idee sehr einfach. Ja, wir wollen die Beweggründe, Motive und Bedürfnisse von wahrscheinlichen Kunden erkennen. Wir wollen sie qualifizieren und wir wollen natürlich Menschen, die sich in einer Schieflage befinden und die ein Problem lösen wollen, stellen natürlich Fragen und über diese Fragen wollen wir diese Motive aufdecken. Also das ist die Idee. Wie kommst du an die Fragen im Internet? Fragen bezeichnet man auch als Keywords, kurze Keywords, Long Keywords. Es sind aktuelle Schlüsselbegriffe einer bestimmten Zielgruppe. Ich habe mal gelesen, ich weiß nicht, wer das war, der erzählt, man erzählt oder man schreibt in den Google-Schlitz immer die Wahrheit. Also man sagt Google immer die Wahrheit. Das ist schon richtig. Das heißt, wenn ich was suche, wenn mich ein Thema interessiert, wenn mich ein Tabuthema sogar interessiert, bei Google, in dem Google-Schlitz lügt man nicht. Man offenbart sich und man gibt immer das ein, was man momentan sucht. Und genau diese Schlüsselbegriffe, genau diese Keywörter oder diese Sätze, das ist das, worüber ich jetzt, ich möchte jetzt gar nicht Google AdWords machen oder sowas, aber diese Keywords, die nutze ich, um zu sagen, welchen Rückschluss kann ich denn da aufgrund von Inhaltsanalysen auf die Beweggründe, auf die Motive meiner Bedarfsgruppe schließen. Das heißt, mit Blick auf die Fragen im Internet, die Menschen an ein Suchsystem stellen, entweder in geschriebener Form und in Zukunft, wie wir noch sehen werden, in gesprochener Form. Das heißt, aktiv sucht ein Mensch nur nach Begrifflichkeiten, die für ihn einen aktuellen Bezug haben. Und damit kann man, wie ich es gerade gesagt habe, diesen Suchbegriff sehr gut dazu hernehmen, um die Involviertheit, das Interesse an einem bestimmten Thema daraus
über Inhaltsanalysen und Interpretationen abzuleiten. Und damit wird das aktuelle Involvement, also das psychologische Konstrukt Involvement, durch die Fragen der Nutzer quasi sichtbar gemacht. Neben vielen, vielen Tools, die es da gibt, will ich einfach nur ein paar die wichtigsten ansprechen. Also immer ein guter Einstieg ist für die Beobachtung im Internet, sind die sogenannten Google Trends. Ja, also Google Trends visualisiert, welche Suchbegriffe, welche Fragen mit welchem Suchvolumen aktuell gesucht werden. Und die Suchanfragen werden hier in ihrer Gesamtheit untersucht. Und mit diesen Daten kann man dann sehr gut auch Entwicklungen und Trends hinsichtlich dieser Begriffe visualisieren. Ein weiteres gutes Tool auch von Google ist Google Suggest. Google Suggest, das sogenannte Google Autocomplete, zeigt dir schon bei der Eingabe der ersten Buchstaben deines bestimmten Suchbegriffes oder eines bestimmten Suchbegriffes die dazu passenden meistgesuchten Keywords und eben auch verwandte Suchanfragen. Also für deine Recherche, was die Menschen momentan interessiert oder deine Bedarfsgruppe, kannst du Google Suggest praktisch als ersten Hinweis zum Einstieg nutzen. Google Suggest Autocomplete, hier nochmal ein Bild. Also du gibst einen kleinen Waffenschein und schon bei KL kommt dann kleiner Waffenschein, kleine Drohne, Kleiderei, bababa. Du siehst es, okay? Und dann gibt es nochmal das sogenannte Über-Suggest. Ja? Das heißt, hier kombiniert Über-Suggest bestimmte Suchbegriffe mit bestimmten Begriffen und Zahlen. Und das kann durchaus hilfreich sein. Probiert es mal aus, schaut es das mal an. Google hat mit Google Suggest ist praktisch das erweiterte Google Suggest und damit können Anbieter die Funktionen von Google Suggest eben auch voll ausnutzen. Es ist ein kostenloser Webdienst und er ermittelt zum eingegebenen Suchbegriff alle durch Google ausgelieferten Keyword-Vorschläge. Also das ist auf alle Fälle zu empfehlen, da mal reinzugucken, wenn ihr solche Keyword-Analysen macht. Aber jetzt nicht für AdWords oder nicht für solche Sachen, sondern oder nicht für SEO, sondern einfach das Tool genutzt, um zwischen den Zeilen und aufgrund von Inhaltsanalysen herauszufinden, was sind denn die Motive, die Beweggründe einer bestimmten Zielgruppe? Welche Fragen stellen sie? Ich nutze in dem Tool von Karl Gratz, wenn es um die Fragen geht, da hat er ein ganz tolles Tool drin, das heißt All You Can Ask. Und da kann ich hier eben nachschauen, welche Fragen stellen zu bestimmten Begrifflichkeiten die Internetnutzer. Und so kann ich mir ein gutes Abbild darüber verschaffen, als Ergänzung zu meiner Ad-Hoc-Methode und als Ergänzung zu dieser Keyword-Recherche. Ein kostenloses Tool, das manchmal sehr gut funktioniert, ist Answer the Public, das dir dann eben zu bestimmten Themen und zu bestimmten Schlüsselbegriffen eben auch sehr, sehr, sehr schön aufschlüsselt, teilweise schon sortiert, wie du hier siehst, zu bestimmten Betrachtungsebenen oder zu bestimmten Einteilungen, welche Fragen zu einem bestimmten Thema gestellt werden. Leider, sage ich, es funktioniert nicht immer bei allen Begriffen, also bei gängigen Begriffen, die so in den Consumer-Bereich hineingehen, Pfefferspray, Pfeffergas, kleiner Waffenschein, Smoothies etc., da ist es sehr, 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 sehr erfolgreich. Ich habe es in letzter Zeit öfters versucht einzusetzen, eben Wirtschaftspsychologie studieren und so eben eher so Fachbegriffen und da ist das Ergebnis meines Erachtens noch nicht so, aber es ist zumindest eine erste Hilfe, um praktisch da diese Analyse vorwärts zu treiben und es ist eine gute Ergänzung. Probiert es, ob es im Einzelfall funktioniert. Answer the Public und schaut euch das einfach mal an. Eine weitere Methode ist eben die Analyse von Kommentaren und Online-Dialogen. Und da wird es dann schon sehr psychologisch, weil ich dann eben auch, wenn ich die mit der Methode der Inhaltsanalyse und des Clusterns, kann ich eben hier sehr, sehr gut vorgehen und ich schaue mir dann eben an Social-Media-Kanäle, ich gehe zu Amazon rein, ich gehe zu eBay rein, schaue mir die Rezensionen an, auch ein Tipp von Karl Gratz, Rezensionen, aus dem kann ich herauslesen, was die Leute stört, wo sie angepisst sind, wo sie verletzt sind, was irgendein Produkt nicht funktioniert hat, was sie gerne gehabt hätten und was sie leider nicht bekommen haben. Und so wird eben aus dem heraus
Speichern, Copy-Paste der Argumentationen, die dann das dann genau im gleichen Stil wie meine vorher zu eingangs erwähnte Ad-Hoc-Methode funktioniert. Ich mache dann eben unterschiedliche Töpfchen, unterschiedliche Cluster, unterschiedliche Betrachtungsebenen. Ich kann sogar, wenn ich die Ad-Hoc-Methode vorher gemacht habe, unternehmensintern die bisherigen Fragen, kann ich ideal jetzt hier mit dieser Inhaltsanalyse kombinieren und erweitern. Und da schaue ich eben rein, gezielt in Social Media Kanäle, bei Amazon, bei eBay. Ich horche in Foren hinein, ich lese in Blogs, ich schaue mir Wettbewerber-Webseiten an zu einem bestimmten Thema, welche Keywörter die verwenden, wie sie das darstellen, wie sie dieses Thema aufbereiten, welche Terme sie verwenden. Ich mache auch die Termgewichtung hier in diesem Fall für eine ganz andere Anwendungskiste, nämlich um an die Motive im Rahmen der Motivforschung heranzukommen und dann in Inhaltsanalysen eben alle relevanten und eigenen fremden Online-Touchpoints hier mit einfließen zu lassen. Und so kann ich, es ist zwar eine Sisyphus-Arbeit, es ist eine kleinteilige Arbeit, aber es macht Spaß und ich komme sehr, sehr, sehr gut eben durch die Kombination der Methoden, die ich euch jetzt hier erzählt habe, eigentlich ein sehr, sehr schönes Bild über die Beweggründe, über die Ereignisse der Bedarfsgruppen, was eben zu diesen Schieflagen in den Motiven geführt hat oder in den Motiven in Zukunft führen wird, um dann schon proaktiv zur Stelle zu sein, wenn die Unternehmen Lösungen brauchen, wenn sie Hilfe brauchen, dann bin ich zur Stelle, weil ich das eben wirklich ernst genommen habe, mich mit den Lücken, mich mit den Problemen, mich mit den Schieflagen und den Wünschen meiner potenziellen Bedarfsgruppe oder meiner echten Bedarfsgruppe, die ich schon bediene, mich da eben schlau zu machen, mich damit auseinanderzusetzen und eben wirkliche Lösungen, Problemlösungen eben nicht unbedingt von der Stange ihnen zu bieten. Und das erkennen, glaube ich, die Kunden auch, dass da jemand da ist, der sich wirklich mit der Materie, mit ihrem Thema beschäftigt. Und so entsteht oder kann echte Partnerschaft entstehen und es ist ein Miteinander und ein Miteinander und nicht ein Gegeneinander. Und so, glaube ich, wird man in Zukunft in dieser Welt nach wie vor gutes Business machen zu können. Wir reden alle von Fokus Kunde, der Kunde im Zentrum, Herzenssache Kunde und. In den meisten Fällen ist es leider bis heute immer noch ein Lippenbekenntnis. Aber das, was ich euch jetzt heute gezeigt habe, in diesen drei Videos zum Thema Motive, Beweggründe, Motivschieflagen. Damit setze ich mich wirklich mit dem Kunden auseinander. Und es ist eine ganz wichtige Arbeit, sowohl für die Kommunikation, das heißt, um die Kenntnis der Motive, die Kenntnis der abgespeicherten Gedächtnisinhalte, ermöglicht mir in der Sprache der Kunden zu kommunizieren. Ich kann, wie ich euch erzählt habe, richtig kodieren. Ich kann richtig gestalten, entsprechend dem Medium, entsprechend dem Kanal, entsprechend dem Wissen und Vorwissen meiner Bedarfsgruppe. Und ich kann natürlich dann, wenn ich weiß, was die Motive sind und die Beweggründe und was die Ereignisse sind, die schon da sind, die dann zu Lücken führen oder Ereignisse, die in Zukunft kommen werden, was passiert in Zukunft, kann ich es prognostizieren und ich kann wirklich ideale, individuelle Lösungen, Problemlösungen, die meinem Kunden wirklich nützen, ins Leben rufen und so entstehen auch Innovationen. Also die drei letzten kleinen Videos, ich hoffe, zu den Motiven und den Motivschieflagen waren verständlich. Hört sie euch nochmal an. Für meine Studenten, wie gesagt, ist es Pflicht. Das sind auch die Themen, die ich in Hausarbeiten, in Klausuren etc., im Bachelorarbeiten immer wieder bearbeite und ja, in der Praxis sowieso. Und ja, dann vielen Dank fürs Zuhören. Ich werde in dieser Marketing-Serie ist der nächste Schritt, sind jetzt die Strategie, also unser Marketing-Ziel, unsere Marketing-Zielgruppe, die sich aber jetzt aus dem, was wir alles haben, rekrutiert. Und dann ganz wichtig, das sogenannte Positioning-Statement. Und wenn wir das erarbeitet haben, also den einzigartigen Verkaufsvorteil, dann schaltet unsere Ampel von der Strategie von Orange auf Grün um und wir sind im Marketing-Mix mit Product Price, Promotion, Place, Programs und Processes. Und dann schalten wir nochmal einen Gang tiefer in den sogenannten Kommunikationsmix, der heute cross-medial ist, der online passiert, der offline passiert, der no-line passiert, weil es dem Kunden wurscht ist, ob wir online oder offline sind. Wir müssen
einfach mit unseren Angeboten und Lösungen immer da sein, rund um die Uhr. Und die Digitalisierung und das Internet ermöglichen uns das. Ja, und es werden noch spaßige, interessante Kurse. Ich freue mich wirklich selber drauf, um das Ganze mal so zusammenzufassen. Ich hoffe, es hilft euch. Und ja, das war's. Liebe, liebe Grüße, euer Peter. Und würde mich freuen, wenn ihr meinen YouTube-Channel vielleicht an Kollegen weiterempfehlen würdet. Und über jedes Abo meines Kanals, was natürlich absolut kostenfrei ist, weil es nur ein Service-Kanal ist, würde ich mich natürlich auch freuen. Also vielen Dank, euer Peter und tschüss, bis zum nächsten Mal. Ciao.